Hallo und herzlich willkommen zurück bei grausig gemeinsam, grausig mausig durchgelitten, so hieß es. Dark Maus. Wir spielen ein Dark Souls mit Mäusen und anderen Tieren. Und ja, das macht mir bisher sehr viel Spaß. Gemacht von einem Dark Souls-Fan, der Dark Souls-Spiele vermisst. Und das ist doch der perfekte Übergang, dieses Spiel hier. Bis Dark Souls 3 kommt. Oder vielleicht auch darüber hinaus. Ich weiß ja nicht, wie lange es geht. Jawohl, gibt mir Erfahrung. Haha. Small Mercic. You can eat in to, can be eaten to recover a small amount of. Aha. Small Torch. Ah, habe ich auch. Familiar Figurine. Small Morsel. Muss ich das jetzt zuweisen oder... Nee, Consume kann ich es nur. Ich kann es nicht zuweisen, offenbar. Familiar Figurine. Ah, okay, es geht zum letzten Campfire. Und hier ist noch eine Fackel. Die habe ich aber gerade an, okay. You will never lose items to pick up, even if you die. Okay. Oh, was ist denn das hier auch? Oh Gott. Ah! Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ah, okay, es ist ein Rundgang also. Okay, alles klar. Ah, Mist. So, wir haben jetzt ein Curved Sword. Und ihr seht, es sticht nicht mehr, sondern es haut so zu aus dem Schild heraus. Wir heilen uns. Jetzt ist der natürlich wieder da. Okay, aber dann wissen wir jetzt, dass der Gang da oben ein Rundgang ist. Ha! Haha, hat sich selber angezündet. Stirb! Ups, nein, ich wollte mich doch... Ich wollte es aufsammeln und nicht... Ach, egal. So. Okay, also das... Oder ist das? Sah jetzt nur so gleich aus. Das muss ich jetzt mal ganz kurz prüfen, weil ich glaube nicht, dass ich... Lass mich. Doch, okay. Alles klar. Ah, ich will mich umdrehen. Ach so, ich hätte umvisieren müssen. Ah, dumm. So, jetzt will ich aber hier absichtlich nochmal ran. So, further levels after 10 increase curved sword damage. Achso, erst ab nach 10. Davor ist es nur ein Attribut. So, jetzt gehe ich wieder auf Stanima. Stanima ist nämlich sehr, sehr wichtig. So, den ignorieren wir jetzt schnell. Ach, er lässt sich nicht ignorieren. Oder lässt er sich doch ignorieren? Kommt der da durch? Ja, kommt da. Mist. Ah, jetzt sind hier Spinnen. Oh Gott. Lasst mich. Oh, oh Gott, jetzt muss ich hier wirklich einfach wild um mich schlagend vorpreschen. So. Das ging ganz gut. So, hier geht's lang. Ganz kurz mal auf die Map gucken. Kann man da irgendwie ranzoomen? Okay, aber ich müsste bisher eigentlich alle Wege erkundet haben. Das Flame Burst. Upsala, Stacheln. Large Flame Burst that lightens enemy on fire. Has limited uses. Refill at campfires. Must have a pyromancy to use this weapon. Das möchte ich mir mal angucken. Pyromancy klingt für mich nämlich sehr gut. Wie oft kann man es benutzen? Es hat 32 Schaden. Und 20. Billet. Ach, die müssen auch repariert werden und so, okay.
Ich wüsste es mal auf jeden Fall. Achso, man kann es gar nicht ausrüsten, wenn man noch nicht das Level hat. Okay. Aua! Oh Gott. Okay. Oh Gott, einer davon muss dringend weg. Ja. Okay, gut. Ah. Jetzt der Weg zurück natürlich mit Stacheln. Oh Gott. Och, warum trifft einen das denn einfach? Okay, warte. Okay, das finde ich ein bisschen unübersichtlich, wann man getroffen wird und wann nicht. Okay, Konzentration. Okay, man findet auf jeden Fall schon früh Flammen. Dann, also ich gehe auf jeden Fall auf Pyromancy, habe ich mir vorgenommen. Scheitere ich hier an so einem Loris. Mal. Vorhin hat er mich einmal nicht bemerkt. Oh nein. Ah. Mann, es muss doch möglich sein, das hier besser hinzubekommen. Oh, jetzt ihm gleich eins mitgeben hier. Aua, anstatt es gibt er mir eins mit. Ich habe jetzt mal auf Kurzschwert gewechselt, weil das ist gegen die hier, glaube ich, besser, wenn man so gerade stechen kann. Die scheinen mir jetzt keinen Unterschied zu machen. Wechsle ich wieder. So. Ich will aber wirklich, ich will an diesem ersten Gegner gern vorbeikommen, ohne. Ohne danach verletzt zu sein. Naja, okay. Besser als vorher. So, ich brauche auf jeden Fall meine Dings zurück. Jetzt kommen die Spinnen hier natürlich wieder. Sind aber gar nicht so schwer, wenn man erstmal weiß, dass man nicht zurückweichen darf vor denen, sondern offensiv reinhüpfen und dann einfach draufknüppeln. So. Und zack. So, hier müssen jetzt meine. So. Das will ich jetzt nutzen, um mal die Pyromancy zu holen. Und dann gehen wir hier mal weiter. Ah, Spinne. So. Ah. So. So, ich möchte hier einen einzelnen Pyromancy setzen. Zack. Jetzt rüsten wir hier. Bottom. Wie oft kann man das? 8-mal. Und dann wechselt man wieder zurück. Okay. Macht aber ordentlich Schaden auf jeden Fall. Ach.
Ah, wenn gegen die erstmal die Ausdauer ausgeht, das ist schlecht. Ah, lasst mich. Ja, kommt doch. Hier kann ich nicht rausbursten. Ah, jetzt beißen sie mich tot. Aua. Ja, wenn der Schlag einmal so richtig daneben geht, das ist schlecht. So. Doch. So, jetzt das hier ein bisschen besser lösen. Zack. Aber richtig geil, wie die Gegner animiert sind. Wie die so zurückweichen und wenn man dann einmal fehlschlägt, dann zack, wird einem sofort in den Popo gebissen. In den Mäusepopo. So, von hier oben kam ich dann. Nicht wahr? Ja, genau. Oh, ich habe eine Ability. Increased Dodge Distance. Ghost Whisper. One ghost ally will follow you to the death with increased toughness. Requires twisted figurines for ghost allies. Habe ich eine? Blocking at the last possible second will stun your enemies for longer. Aha. Shield Bash knocks enemy back and stuns them, especially when they are blocking. Left Trigger. A powerful spinning attack. Does more damage with each chain strike. Right Trigger after previous wide attack. Running. Was? Running Step Attack. A powerful step that can knock enemies senseless. Run and right trigger. Deflect projectiles. Okay. Oh, das fände ich wichtig. Nehmen wir erstmal das. Erstmal einen Accessoire-Slot mehr. Ja, genau. Okay. Also gehe ich richtig in der Annahme, dass ich hier noch nicht war. Und da geht es auch zum Fragezeichen. Auf dem anderen Weg nicht. Okay, ich gucke mir erstmal das hier an. Was das hier ist. Hoffentlich ist das jetzt kein Boss oder sowas. Ah, ne. Twisted Figurine summons an ally ghost on death that retraces your steps. Gather more figurines to summon multiple ghosts. Ja, das müssen wir auch auf jeden Fall bald freischalten. Da hilft einem offenbar ein Mäusegeist, bis zu dem Punkt, wo man gestorben ist, wieder zu kommen. Warum ist er denn jetzt da? So. Hab nicht so gut auf die Uhr geguckt diesmal. Ich glaube, ja, so 10 Minuten sind wir, glaube ich, jetzt drin. Wo sind die alle? Okay, jetzt noch mal hier. Jetzt sehen wir hier noch mal das Feuer. So.
Okay. Ich glaube, jetzt nehme ich gleich mal den Trank, bevor ich hier durchgehe. Was passiert hier mit der Kamera? Okay. So, ich nehme jetzt den Trank mal. Da weint jemand. So. Hätte ich euch danach nehmen sollen, ich Depp. Ach, ist doch dumm. So, press X to talk. Stay back. Oh, you're actually sane. What a strange coincidence. Who are you? Grauton. Is that really your name? Okay. I am Anna of Kazada, one of the last survivors of my village, or so I fear. I left my village in the north to find food, but was wounded on the journey, and here I remain. It vexes me to ask of a stranger. Nonetheless, will you escort me back, Grauton? Yes. Lead the way. Okay, ich möchte aber nochmal resten, bitte. Danke. Okay, jetzt helfen wir der guten Anna. Haben wir jetzt ein Ziel? Nö. Also im Norden, hat sie gesagt. Das heißt, ich versuche jetzt erstmal sie dahin zu bringen und dann erkunde ich. Oh, ich kann sie treffen. Wie in Dark Souls also, okay. Das heißt, aufpassen. Okay, die Passage will ich nochmal besser spielen. Das kann man auf jeden Fall besser machen. Okay, sorry Anna, das machen wir jetzt nochmal besser. Okay, man kann auch sterben. Scheiße. Feuer wäre gut gewesen, glaube ich. Okay, 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 okay. Ah, jetzt ist da der Geist. Okay, musste ich das doch aber gar nicht freischalten mit dem... Ah, sie schießt auch, okay. Ja, das war besser. Danke, guter Geist. Ah, das ist ja eine coole Mechanik. Und mit dem Skill kann man wahrscheinlich dann noch mehr freischalten. Oh, schreck mich nicht so. Ja, schieß mir in den Rücken. Los! Haha, wir sind ein gutes Team. Wir sollten zusammenbleiben. Das ist aber eigentlich hier falsch, ne? Sie hat ja gesagt, Norden. A spear with medium reach. Ja. Ne, da gehe ich mal nicht lang. Mist. Ja, die Heilung war jetzt ein bisschen umsonst. Das ist doof. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird wirklich schnell happig. Sorry, Anna. Not the best Mauseheld on the world. So. Okay. Achso, der geht genau den Weg, den ich gegangen bin. Und dann triggert er auch die Feinde. Okay. Freund und Feind zugleich, quasi. So. Jawohl, ein Heilungs-Item. Haben wir wieder. Okay, wir müssen nochmal hier hoch. Komm los, Maus. Jawohl. So, gegen die Spinnen möchte ich jetzt gerne das Feuer verwenden.
großen Spinnen kommen nämlich durchaus auch aggressiver. Oh, sind das viele. Noch zwei. Okay. Oh, noch ganz viele kleine Spinnen, aber ah, jetzt kommen die auch von, wieso kommen die jetzt auch von hinten? Okay, ich darf nicht zu lange zögern, sonst wird meine. Ja. So. Und du noch. So, okay. So, okay, das war das. Wo ist die, wo bist du hin? Warum läufst du hier? Läufst du in die richtige Richtung automatisch? Ja, eine ist ja nicht so das Problem, aber mehrere ist bösartig. Ach, und die droppen dann noch kleine, wenn sie sterben. Okay, was war da jetzt hinter? Da ist doch schon wieder irgendwas. Was bist du? Ach so, einer. Okay, ich nehme den Trank. Zack. Also, Anna, du hast doch gesagt Norden, oder habe ich das jetzt gerade falsch im Kopf? Ja, aber auch typisch Souls, dass jemand was von einem will. Aber die Beschreibung ist halt nur so semi-hilfreich. So. Oh, ich habe drei Level gerade im Gepäck. New Ability Point. Ja, und diese einzigartigen Heilungsdinger sind natürlich auch, wenn man die dann verliert, doof gelaufen, ne? Also ich nehme an, dass das Rote sind das Feinde oder ist das das Ziel? Ich weiß es nicht. So, ich gehe jetzt mal hier auf, ne, ich nehme erst den zweiten Accessoire Point. Aber man kann die auch wieder rückgängig machen. Ach, man kann die jederzeit austauschen, oder wie? Aha! Okay, cool. Cool, cool. So, aber dabei belassen wir es für heute. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Dark Maus. Sehr, sehr spannend. Gefällt mir sehr gut. Und ja, mehr habe ich auch gerade nicht zu sagen, außer dass ich hoffe, dass wir die gute Frau in ihr Dorf bekommen und unser Mäuserich viele schöne Mäusekinder mit ihr bekommen kann. Bis zum nächsten Mal. Euer Gautun. Ciao.